Ich begrüße Sie ganz herzlich alle zu unserem letzten großen Panel heute. Wir wollen versuchen, nochmal Leben in die Runde zu bringen, Sie nochmal aufzuwecken, indem wir zusammenführen, was diese letzten anderthalb Tage hier gedacht wurde, hier als Ideen formuliert wurde, als Anregungen formuliert wurde, als Fragen formuliert wurde. Antworten, wissen wir, gab es weniger, die werden auch wir nicht wirklich geben können, aber wir hoffen, dass wir noch mal ein paar Punkte auf den Punkt bringen können. Wir möchten es etwas anders ablaufen lassen, einmal, weil es sozusagen für uns alle eine Chance sein soll, diese Konferenz in ihren sehr, sehr vielfältigen Aspekten, sehr viel unterschiedlichen Referenten aus sehr viel unterschiedlichen Ländern und Kontinenten nochmal Revue passieren zu lassen und zu gucken, auch für Sie, was waren wichtige Punkte, wo haben Sie vielleicht noch offene Fragen, wo wollen Sie gerne weiterdenken. Das heißt, wir beginnen diesmal nicht mit Statements, sondern wir steigen gleich ein in den Dialog, vielleicht nachdem kurz die beiden Referenten oder die Referentin und der Referent mir zur Seite was gesagt haben und fordern Sie dann aber auch gleich auf, sich an diesem Gespräch zu beteiligen, vielleicht auch untereinander zu diskutieren. Das muss also nicht immer nur von uns zu Ihnen laufen, sondern das kann auch in dem Publikum hin und her laufen und das gibt vielleicht auch nochmal ein neues Leben in die Runde. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Friederike Herrmann. Ich bin Professorin für Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Eichstätt und werde dieses Panel moderieren. Ich darf Ihnen vorstellen Eva Horn zu meiner Rechten. Eva Horn lehrt neuere deutsche Literatur an der Universität Wien. Sie hat veröffentlicht vor 2 Jahren ein spannendes Buch zur Katastrophe als großer Menschheitserzählung unter dem Titel Zukunft als Katastrophe. Sie hat darin Film, Literatur, aber auch wissenschaftliche Aussagen, zum Beispiel zum Klima, unter diesem Aspekt der Zukunft als Katastrophe analysiert. Ich habe darin ein bisschen gelesen und fand einen Satz, der vielleicht für uns auch nochmal Anreiz zum Weiterdenken geht, einen sehr prägnant formulierten Text, der hieß, Zukunft ist nicht mehr ein Versprechen, sondern eine Drohung in diesen Texten, die Frau Horn untersucht hat. Spannend fand ich auch als kleinen Nebenaspekt, dass sie Beisitzerin im Vorstand des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Berlin ist, also mit Nachrichtendiensten sich beschäftigt. Sie hat eine Dissertation oder Habilitation zu Geheimdiensten auch veröffentlicht, also man staunt, was doch alles in der Literaturwissenschaft auch Platz findet. Ich darf Ihnen weiter zu meiner Linken vorstellen, Alistair Maskimmon, der am Royal Holloway der University of London forscht und er forscht zu einem Thema, das mitten in das Herz unserer Diskussion trifft, nämlich strategischen Narrativen von Politikern, strategischen Narrativen, die eingesetzt werden, um Politik zu legitimieren, um neue Visionen zu entwickeln, um das Publikum, das Volk für bestimmte Entscheidungen oder Vorgehen zu gewinnen, um Dinge wie die EU zu entwickeln. Das war ein Schwerpunkt von Ihnen oder ist ein Schwerpunkt, sich mit der EU auseinanderzusetzen. Er hat gerade dieses Jahr ein Buch über strategische Narrative und internationale Beziehungen veröffentlicht, ist international in sehr vielen Forscherkreisen vernetzt. Also mir wurde fast schwindelig bei der Liste der Länder, in denen er forscht und der Geschwindigkeit, mit der er von einem Kontinent zum anderen hin und her reist. Aber er hat mir heute auf dem Weg vom Hotel hierhin versichert, dass er etwas sehr vermissen würde, wenn er diese Reisen nicht hätte. Er war unter anderem auch, wie ich da erfahren habe, 1 Jahr hier in Berlin, als er seinen PhD geschrieben hat, hat er in Kreuzberg gewohnt. Also er kennt sich aus und darum grinst er auch, wenn ich hier Deutsch rede, weil er versteht eigentlich alles, habe ich den Eindruck. Gut. Soweit zur Vorstellungsrunde. Ich würde jetzt gerne Sie beide fragen, was jetzt die Themen sind, die Sie vielleicht nach dieser oder am Ende dieser Konferenz beschäftigen, was wichtige Punkte für Sie gewesen sind, was Fragen sind, die Sie wichtig finden, weiter zu diskutieren, weiter zu entwickeln. Frau Horn, mögen Sie den Anfang machen?
Ja, okay. Also, wie gesagt, ich sitze hier jetzt nicht als Katastrophenexpertin. Ich könnte eine Menge dazu sagen, aber eigentlich geht es ja darum, zusammenzufassen, was wir heute eigentlich so gelernt haben über das liberale Narrativ. Und mein wichtiger Lernerfolg bezog sich eigentlich einerseits auf die internen Widersprüche, das war das Panel heute Nachmittag im liberalen Narrativ, und das andere diese Wertediskussion oder auch diese vergleichende Blick auf Werte. Und da würde ich gerne nochmal einhaken. Die internen Widersprüche des liberalen Narrativs sind unendlich vielfältig und wir haben unendlich viel darüber gelernt. Also es muss der Widerspruch zwischen breiter Masse und Experten oder Entscheidergruppen irgendwie vermittelt werden. Es müssen sehr unterschiedliche Interessengruppen vermittelt werden und diese Interessengruppen organisieren sich wiederum auf einer Skala zwischen universalistischen Ansprüchen und partikularistischen Ansprüchen. Und die sind sozusagen nicht auf der gleichen Ebene angesiedelt. Das ist ein weiter Widerspruch. Albrecht Koschorga hat nochmal darauf hingewiesen, wie stark und auch Michelle Goodwin, wie stark das liberale Narrativ oder auch liberale, sich liberal nennende Systeme darauf angewiesen sind, interne Zonen der Exklusion zu schaffen, die fallweise funktionieren können, die aber auch systematisch sein können, die Dinge externalisieren und sozusagen nach außen verschieben. Es gibt, und das wäre vielleicht so ein bisschen meine eigene Expertise, auch ein Problem mit Zeithorizonten. Das wurde bis jetzt nur ganz kurz adressiert. Das große Zukunftsversprechen des Liberalismus hat sich so ein bisschen totgeritten, einfach weil sehr viele Leute an ihm nicht mehr partizipieren können. Und gleichzeitig haben wir mit der absoluten Kurzatmigkeit von Demokratien zu tun, wo es im Wesentlichen darum geht, über die nächste 4- oder 5-Jahres-Schwelle zu kommen. Also das konfligiert natürlich mit Problemen, die mich persönlich auch sehr im Moment umtreiben, nämlich den Langzeitperspektiven der ökologisch vielfältigen Krisen, die wir im Moment haben. Wir haben die Tendenz, diese Widersprüche nicht nur lokal zu externalisieren oder in bestimmte Gruppen hineinzutragen, sondern auch in die Zukunft zu verschieben. Die Zukunft soll unsere Schulden zahlen, die Zukunft soll sich mit unserem Klimawandel, den wir produzieren, beschäftigen, die Zukunft soll unseren Atommüll versorgen. Das ist eine andere Form der temporalen Externalisierung, die wir noch nicht angesprochen haben. Und last not least natürlich der Illiberalismus, der interne Illiberalismus des liberalen Narrativs. Das scheinen mir Probleme zu sein. Das Interessante am liberalen Narrativ ist, dass das diese Widersprüche irgendwie gut zur Kenntnis nehmen kann und sagen, oh ja, gut, danke, dass Sie uns darauf hingewiesen sind, denn wir werden in Zukunft weniger sexistisch sein, weniger Probleme in die dritte Welt auslagern und so weiter. Vielen Dank für den Hinweis und wir machen weiter wie bisher. Das irgendwie, es gibt sowas wie eine Widerspruchstoleranz dieses Narrativs, das so ein bisschen ja, die Schultern zuckt und weitermacht. Das führt mich auf den heutigen Morgen, nämlich die Frage um die Werte. Was ich gelernt habe, ist, dass das liberale Narrativ gerade mit seinen vielen Widersprüchen auf bestimmten Werten aufzuruhen scheint, die wir, glaube ich, befragen müssen. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion über die Frage, wie universell wir Menschenrechte ansetzen, und im Grunde inkludiert darin war die Frage, was sind eigentlich Menschenrechte? Ist ein Menschenrecht wichtiger als Zugang zu, also als freie Meinungsäußerung oder Zugang zu Toiletten und sauberem Trinkwasser? Das heißt, wir haben hier sozusagen einen auch schwer vermittelbaren Widerspruch, also gerade von den asiatischen Teilnehmern, der aufgemacht wurde zwischen im Grunde genommen Anrecht auf Versorgung mit elementaren Gütern und auf der anderen Seite Anrecht auf sozusagen individuelle und ideelle Self-Expression. Ja, Selbstverwirklichung heißt das im Deutschen. Dann die Frage, also
Eines der, glaube ich, unausgesprochenen Tabus, das aber interessanterweise adressiert wurde, ist der Hardcore-Individualismus, der zumindest dem westlichen Narrativ unterliegt. Und die Frage, ob wir diesen Hardcore-Individualismus nicht überdenken müssen zugunsten von kollektivistischeren Modellen. Das hatte eben in der Frage der Demokratie die Folge zu sagen, möglicherweise ist auch eine Demokratie, die auf One Person, One Vote und das als sozusagen ultimativen Schluss oder Basis der demokratischen Repräsentation, dass wir das überdenken müssen. Und das würde bedeuten, auch die Demokratie in ihrem scheinbaren Egalitarismus als etwas zu überdenken, das gerade nicht egalitär ist. Das sind Probleme. Einen letzten Wert, den ich hier einfach auch noch nennen möchte, der jetzt auch in dem Panel angesprochen wurde, die Frage der Natur. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir Natur nur noch als Ressource sehen, als etwas, was wir uns appropriieren und über das wir dann Verteilungsgerechtigkeitsdebatten führen? Mit dem Stichwort Anthropozän oder ökologischer Krise oder Klimawandel, das Anthropozän ist hier in Berlin ja ganz groß, ist, glaube ich, eine Problematik angesprochen, die nochmal auf einer ganz anderen Ebene ein In-der-Welt-Sein des Menschen adressiert, das nicht nur ein zwischenmenschliches Problem ist, sondern auch das Verhältnis zu den Dingen anders geklärt werden muss. Und das bedeutet auch andere Werte im Bezug auf diese Dingwelt oder die nichtmenschliche Welt, in der wir leben, zu diskutieren. Das wären sozusagen meine 50 Cent. Ich habe auch noch ein paar Ideen, was man vielleicht ändern könnte, aber würde jetzt erstmal hier mit dieser sozusagen Krisendiagnose der Krisendiagnose stoppen und zu Alistair weitergeben. Okay, thank you very much. Thanks to the, I'm going to speak in English because you really don't want to hear my German, you know, especially at the end of a long conference. But thanks to the organizers for putting on such an interesting event. I think narrative is just this brilliant concept for bringing together different constituents, whether it's a poet or a politician or a think tanker or an academic. And I think that the sort of natural multifaceted nature of narratives, I think, makes for really open discussions amongst different groups. So it's really great to be here. I, like Eva, was quite overwhelmed by the breadth of discussion that we've had over the last day and a half. But I'll try to draw out some things that I got from it and suggest some ways in which I think about narrative and how we might go forward. But I'm more interested in the discussion as it emerges. So what I'm getting from a lot of the discussion is that this sense of what we're going through is the end of the liberal consensus. And that, I think, is causing people to feel unbalanced, insecure, threatened, and concerned. And we see this sort of playing out in different forms, broadly as a sort of a global idea, which many of the speakers talked about today, and also regionally in Europe. And I think there's the sense of an end of a European consensus that the EU is for everyone a good thing. But this is not something I think we should be too worried about. This is, after all, politics. And ideas change over time. And it's how we manage that discussion and that change that will see us hopefully coming out with something better. That's an improvement on where we are. I think, you know, the reasons for this are sort of multitude and many. For many years, we've seen party system change, more political voices coming into the center ground to discuss different ways and different approaches to politics and economics. And I think we're seeing this in a hyper way. Ulrich Beck, a few years ago, in his book on Germany and Europe, said the following: "We find ourselves at a difficult historical juncture. It is a caesura, an interregnum,
a simultaneous collapse and a new beginning and an uncertain end. And I think that sense of uncertainty, I think it really came across in a lot of what we were discussing today, and particularly in when people were pressed to think about what is next. And I think that is the process that we're really having to face up to, and I don't have any answers for that, so don't expect any, but I think it's an important job, and we have to do it now. The other major theme that I got from a lot of the discussion was that narratives have force. And I think this is really significant. I think several speakers spoke of the profound effect of narratives, and particularly around this sort of discussion about winners and losers. And I think that's the major point of contestation around the liberal narrative, is that this sort of winners and losers on different levels and different scales is still there in a narrative that hoped to overcome those imbalances and to create a more inclusive, forward-looking society. So I think that's really important. Another way in which narratives have force is around the issue of meaning. I understand narratives in terms of contestation around meaning. And in that way, we structure our politics, our economics, and our policies going forward. So that is why it's important to have discussions about the narrative basis of our politics and economics. So why are narratives important? We have all different conceptions about narratives, but I think storytelling is sort of a human exercise. I think we do that. It unites all corners of the world. And it's how we understand our history, as has been commented on, and our future. And most importantly, I think, for the daily experience of politics, how we sort of make sense of the complexity of the world that we live in. Policy analysts like to talk about the sort of wicked problems that policymakers face. And I think there's a long history of looking at how policymakers, through narrative, through bargaining, negotiating, publicly and behind closed door, what is the narrative of a particular problem that faces us? And I think we're now at that stage, again, where on a meta level, we need to think about what is the political and economic narrative of our societies going forward. But I think narratives have this sort of sense-making aspect, and that sense can be, again, something positive, but it also can be quite negative. The other way I would look at narratives is to break them down into sort of different types of narratives. I think there's a sense that there are narratives about our identity, and different papers and presentations have talked about that. What is our identity to be? I think identity is important because out of that, we sort of shape our expectations going forward or our behaviours. One example is to, you know, look at the China or India discussion. How China defines itself going forward as a great power or a Confucius power or however we're going to think about it will sort of create expectations about what China will do in the world. If America wants to consider itself a great power going forward, that will also shape its behaviour. Secondly, I think there are narratives of the system or the order that we live in. Again, another example of this might be, are we still living in an era of American primacy? Or are we moving to a shifting order? Whatever that may be, we're going to narrate what happens. We're going to narrate collectively what sort of world order we're going to have, whether it is a G2, as China seems to be wanting to have a hierarchical statement of future order, or a multipolar world, where instead of some of the universal liberal projections we'll see sort of regional hegemony with its own values or its own politics or economic models going forward.
I think that's very, very important, because how we narrate what is to come, I think, really shapes our political and economic behaviour. And just one or two final comments before I hand back to Friederike, is we have to be careful about how we study narratives. It's very easy to make blanket statements about cause and effect, that my narrative will do something shaping the behaviour of somebody else, or the West's narrative. And I think it was really great to see so many papers that were unpicking that, trying to complicate that. Secondly, we didn't really talk about this explicitly, but communication is absolutely core to this narrative work, whether that is in social media or whether it's in speeches or conferences or wherever that might be. But a number of things to bear in mind. First, perfect communication is impossible. It's impossible to get over your message in the way that you want. Secondly, as I say, establishing a clear causal link from narrative to effect is really tough. Third, to reinforce the point about force, narratives can create negative effects, narratives of austerity. In Europe have created tensions within the European Union. Fourth, we sometimes overestimate the strategy of political actors when they speak, and they sometimes have unintended consequences in their narratives. And fifth, I think this is quite apt for our discussions, that political actors may not have a clear sense of what they want to achieve. So we have to be very careful about the narratives, what they're aimed for, and why. So I'll leave it there for now. Okay. Ja, vielen Dank auch Alistair und Eva Horn. Ich denke, ich halte mich jetzt erstmal zurück, denn das war jetzt doch ein zum Teil sehr grundsätzliches Demokratie, Menschenrechte, alles mal neu durchdenken. Und auch auf die grundsätzliche Funktion von Narrative eingehende Statements, sodass ich den Eindruck hätte, dass im Publikum wahrscheinlich schon einige Fragen auf den Nägeln brennen. Dort ist eine Dame. Ich würde gerne, I'm going to speak English. I'd like to bring the example of Scotland 2014, the referendum, as an example of people's participation. In 2014 and the 2 years before, there was a great democratic movement where everybody, even people that hadn't been interested in politics for years, got involved. From the lowest level of communal politics up to the parliamentarian level, everybody was involved in a big debate. Of course, there was the promise of real change. I mean, if the referendum had been successful and Scotland had become independent, the people were at least hoping there was going to be a fundamental change. Could you imagine the circumstances in Germany in which such a political participation would be possible? Another important aspect is that all of the liberals, in the sense of academics, NGOs, intellectuals, researchers, they all got involved and formed an organization called the Common Weal. The Common Weal means the common good in Scottish, so für die gute alle, yeah, oder für die Allgemeinheit. And this dialogue was very, very productive in actually creating a dialogue between everybody on all levels and giving the whole thing a dynamic, which is still continuing today, even though a small number of people voted and tipped the balance towards no, towards independence. So I wanted to ask again, under what circumstances, what event would need to happen in Germany in order for such a momentum for people's participation to take place? Great question. One of the things of the presentations that we've seen is just the cultural and historical differences of different democracies across the world and how narratives play out in different ways. In Germany, referenda are not held because of historical legacies, and in some ways that they're used to bypass
political institutions in a populist movement. So there's pros and cons to that, but the engagement of citizens in a meaningful way in discussions about their politics is massively important. One of the things that came out, I think, of the last panel was this issue of political institutions, whether they can be reformed within the current system or whether we need a blank canvas. And I think institutions in whatever form that come out of that are absolutely vital to sort of structure that interaction amongst citizens. Institutions broadly conceived, whether it's the Goethe Institute or the British Council or whatever it may be, we need to have those sorts of spaces in order to have these structured discussions around narratives, around what we want. The Scottish case was brilliant in the sense of it was a generational thing that had built up for so long, and it created this mass mobilisation. But I think that style of political engagement through referenda, I mean, Switzerland was mentioned, I think, last night, but it's not always, in my view, a wise way to go. Somebody who is British, who is part of the 48.2%, who wanted to stay in the European Union, some of those things can quite have forceful narratives away from what I think are the center ground of politics. Vielen Dank. Wir hatten jetzt eine Wortmeldung, die Dame ganz hinten in der letzten Reihe dort. Dankeschön. Ja, die Diskussion aufgreifend und zusammenfassend ist für mich so in den Blick gekommen, dass wenn wir liberale Elemente unserer politischen Ordnung und des Common Sense behalten wollen, es auch auf einen darauf ankommenden Paradigmenwechsel im Imaginären selbst zu schaffen, in dem sich das ja abspielt, diese Vorstellungen. Und zwar dahingehend, dass wir beginnen, die Gemeinschaften zu setzen, in denen wir leben wollen, statt sie uns widerfahren zu lassen. Den liberale Gedanken oder liberale Ideen, von denen wir ja einige sicher, also mitnehmen wollen, wie die Idee von Gleichheit und so weiter, immer nur so im Anonym, unhinterfragt, selbstverständlich zu lassen, erzeugt aus meiner Sicht, also das, eine solche heteronome Struktur ist mein Eindruck, wollen viele Menschen nicht mehr. Es erzeugt Reaktanzen, es erzeugt Abwehr, und die einzigen, die mit einem solchen Effektmoment umgehen oder ein Angebot machen, sind halt Antidemokratinnen, also Leute, die von Unterordnung und Abwertung ihre eigenen Narrative beziehen, ihre eigenen Sets beziehen. Und wenn wir Liberalität mitnehmen wollen oder liberale Ideen, ist es nötig, dem auch einen Namen zu geben, aus meiner Sicht, und zu sagen, wir stehen dafür, wir setzen das, wir wollen das, statt sich das so geschehen zu lassen. Und ja, aus meiner Sicht ist die Gleichheit aller, die gleiche Rechte, auf jeden Fall was, was wir mitnehmen wollen, auch wenn über das Privateigentum an Produktionsmitteln vielleicht noch nicht alles gesagt ist in der Geschichte. So, aber also da kommt es ja auch darauf an, verschiedene Aspekte eines Sets zu unterscheiden. Und dann möchte ich noch einen Punkt anfügen zum ersten, zu dem vorhergehenden Panel. Und zwar, wir haben aufgezeigt, dass mit der Willkommenskultur ein wichtiger Impetus oder eine Gemeinsamkeit erreicht werden konnte, die aber lückenhaft war. So, es ist halt keiner gesellschaftlichen Kraft gelungen, eine Vision zu entwickeln, sei es auf globale Migration hin oder dahingehend tatsächlich Kriegsursachen oder Ursachen von Ungleichheit, globaler Ungleichheit in Frage zu stellen und abzustellen. So, da ist eine große Leerstelle, und aus meiner Sicht kann man nur in die Zukunft tragen, wenn man sie mit Ideen gestalten kann und möchte. Danke. Dankeschön. Ja, das wäre ja im Grunde auch die Aufgabe eines neuen Narrativs, solche Zukunftsvisionen auch für diese Frage der weltweiten Wanderungen, der Migrationen zu entwickeln. Insofern passt das, denke ich, sehr gut hierzu. Möchte jemand von Ihnen dazu? Also ich
würde vielleicht gerne an einen Punkt anknüpfen, den Sie gesagt haben, nämlich die Restrukturierung des Imaginären. Also die Frage wäre wirklich, was für Narrative wollen wir erzählen und von welchen Narrativen, die ganz wichtig waren für das liberale Narrativ, nämlich zum Beispiel Opferdiskurse. Ja, ich wurde schlecht behandelt und ich will das jetzt sagen und ich will, dass das anerkannt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, aber das ist ein Typ von Narrativ, der sozusagen umgedreht und uns, also uns Liberalen, entwendet worden ist. Identitätsnarrative. Ich bin der und ich komme da und daher und deshalb habe ich diese und jene Ansprüche. Ich glaube, das wird alles schwierig und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, also neue Narrative zu finden und auch neue Kommunikationsformen. Albrecht Koschorke hat gestern darauf hingewiesen, dass eine der Strategien des Populismus die Reappropriation ist. Also dass man nimmt es den alten Linken aus der Hand und dreht es um. Und ich meine, die Frage wäre, ob diese Appropriation, die zum Beispiel im Fall der Schwulenbewegung wunderbar funktioniert hat, die haben also Beschimpfungen und Beleidigungen angenommen und nennen sich jetzt eben gay, was ein Schimpfwort war. Und die Frage ist, kann man das nicht auch aus der anderen Richtung her machen? Ein Wort, das immer wieder in Österreich, das ja noch kleiner und in einer gewissen Weise auch provinzieller ist als Deutschland. Ja, bitte schneiden. Ein Diskurs der populistischen Bewegung dort ist Hinweis auch gegen die vielen Migranten, die auch wir haben. Und das ist die Heimat stark zu machen. Das kann man aber auch sehr schön drehen und sagen, ich definiere meine Heimat Wien gerade als die multikulturellste Stadt in Österreich. Das Salz in der Suppe sind die vielen kulturellen Einflüsse aus dem Balkan. Und das heißt, die Frage wäre, wie man also solche scheinbar traditionalistisch besetzten Begriffe umkehren kann. Und es gibt sicherlich mehr davon, ne? Also nicht nur so ein Begriff wie Heimat, wie man bestimmte Narrative umkehren kann, um die sozusagen für liberale Zwecke zu nutzen. Das andere ist die Art der Kommunikation. Wir haben echt die Tendenz, so ein bisschen vom moralisch hohen Ross herab zu predigen. Das ist einer der Gründe, weshalb liberale Diskurse oft als illiberal empfunden werden. Sie arbeiten ehrlich gesagt mit ziemlich vielen Tabus und Sachen, die man sich nicht so genau anschauen will. Und das heißt, wir müssen auch zu Kommunikationsformen und auch zu medialen Strategien kommen, die partizipativer sind, die weniger ernst und self-important sind. Ne? Also ich habe die Wahrheit für mich gepachtet und jeder, der anderer Meinung ist, ist ein Vollidiot oder hat es nicht genau genug durchdacht oder differenziert. Also das hat sicherlich auch was mit Humor zu tun, mit ironischen Begriffsverwendungen, aber eben auch mit also so ein bisschen sich selber zurückzunehmen und nicht immer von oben herab zu predigen und den Leuten zu erklären, ihr müsst einfach besser nachdenken. Eine mediale Strategie des Populismus ist ja zum Beispiel der Gebrauch der sozialen Medien, Facebook und so weiter. Das heißt, Kommunikationsmedien, die nicht mehr gefiltert sind durch eine autoritative Instanz, die sozusagen die Wahrheit garantiert. Die Frage ist, wie können wir uns Facebook aneignen? Und es gibt ja solche Plattformen. Es gibt Harald Welzers Freunde der offenen Gesellschaft, Plattformen, die auf individuelle Narrative setzen, die stärker auf dialogische und also fast palavernde Formen setzen. Man trifft sich in der Stadthalle und alles diskutiert durcheinander und ein Moderator versucht, die Sache zu zügeln. Ich finde das wunderbar und ich glaube, wir müssen wirklich da Fantasie entwickeln, diese anderen Formen der Kommunikation auch anzustreben. Vielen Dank. Finde ich einen sehr spannenden und wichtigen Aspekt, den Herr Koschorke ja auch gestern schon angesprochen hat, dass sozusagen die neuen Medien eine neue Form von Öffentlichkeit schaffen. Und es wäre eine Überlegung zu sagen, muss die vielleicht gleichberechtigter, eher auf Augenhöhe und damit auch dialogischer sein. Aber Herr Koschorke hatte sich gemeldet, er kann da selber seine Gedanken zu äußern. Ja, ich wollte am Ende der Tagung einer Verwirrung Ausdruck geben, die mich befallen hat bei dem Zuhören oder bei den verschiedenen Beiträgen, meinen eigenen inklusive.
Und zwar dahingehend, es gibt ja eine Lesart des Populismus, die sagt, eine freundliche, die sagt, das sind Auffrischungsbewegungen des politischen Systems. Politische Systeme neigen zur Verkrustung, Eliten neigen dazu, sich festzusetzen. Das gilt für liberale Eliten sicher in vielen Fällen. Und der Populismus ist ein Anspruch auf Partizipation von Bevölkerungsgruppen, die sich da ausgeschlossen fühlen. Das heißt, er hat ein emanzipatives und die belebendes Potenzial. Das ist ja eine sehr freundliche Lesart dieser Sache und eine, die den Populismus im Prinzip auch wieder in ein liberales Gesamtsetting eingliedert. So, die Geschichte geht meistens weiter damit, dass man sagt, es sind die zu kurz gekommenen, die jetzt ihre Partizipation einfordern. Die weißen Amerikaner und die Arbeitslosen und was auch immer. Jetzt haben wir aber ganz viele Beispiele gehört, die eigentlich darauf hindeuten, dass wir es mit einem sehr amorphen Feld von Gründen für populistische Strömungen zu tun haben. Es sind ja nicht nur die zu kurz gekommenen. Wir haben von Polen gehört, es sind eigentlich die zu Wohlstand gelangten, die sich abschotten wollen. Wir haben gehört, dass in China sozusagen Neo-Otto, also das, wir haben dieses Plädoyer gehört für starke Staaten im asiatischen Raum, weil sonst die Zukunftsherausforderungen nicht zu stemmen sind, die demokratisch nicht gelingen können. Wir haben von Indien gehört und so weiter. Man hat das, und dann gibt es ja noch den großen zu kurz gekommenen, das sind die USA. Die sind ja auch zu kurz gekommen, die müssen ja jetzt auch sehen, dass sie ihren fair share of the pie bekommen. Also diejenigen, von denen wir bis jetzt immer dachten, die nehmen uns alles weg. Sodass also einerseits dieses Begehren nach Partizipation ist und nach wir wollen dabei sein, andererseits aber eine Rhetorik und Logik der Verknappung. Überall wird es knapper, wir müssen unsere Laden zumachen, wir müssen Regionen in Indien sozusagen national schließen gegen andere. Und das betrifft, jetzt könnte man sagen, das mag ja sein, dass das Länder sind, die unter Migrationsdruck stehen. Aber wenn wir dann die Migranten anschauen, die müssen ja dann eigentlich die Liberalen sein, die sagen, nein, wir haben die offene Vision, die Vision einer offenen Gesellschaft. Das ist aber ganz selten so. Migranten unterschreiben ja eigentlich dann sehr häufig oder formen sich auch wieder zu sich schließenden Communities. Also diesen Widerspruch, dieser Verknappung im Zeichen von dem Begehren nach Teilhabe, der ist mir irgendwie ganz unklar. Und die Frage ist natürlich, was sind für all diese vielen verschiedenen Ursachen, was ist da der Common Ground, was ist der gemeinsame Beweggrund, warum steckt sich das so an über ganz unterschiedliche soziale Settings und lokale Pfadabhängigkeiten hinaus? Ja, also ein energisches Plädoyer dafür, dass wir noch sehr viele offene Fragen haben oder eine zentrale offene Frage. Ich würde jetzt gerne, es haben sich sehr viele gemeldet, ich hoffe, ich kriege sie in der richtigen Reihenfolge zusammen. Trotzdem denke ich, es ist sinnvoll, nach einem solchen so grundsätzlich auch nochmal auf unsere ganze Diskussion zurückgreifenden Statement, vielleicht die, wenn Sie einverstanden sind, vorzugreifen, die sich jetzt direkt darauf beziehen wollen. Wäre das okay in Ihrem Sinne? Dann würde ich diejenigen unter denen, die sich gemeldet haben, bitten, das sind Sie beide dort hinten, wenn ich das richtig sehe. Nein, Sie auch noch. Ja. Und Sie auch. Ja, ja gut, dann würde ich vielleicht aus meiner Sicht noch ein paar Hinweise dazu sagen. Also vielleicht sollte man eben nochmal einen genaueren Fokus setzen auf das Defizit, auf die Lücke in der Beteiligung. Wir haben, wenn ich es mal polemisch krass formuliere, die liberale Saga hat formuliert, ging es um die Funktion der Ökonomie, um eine funktionierende Ökonomie, um eine funktionierende Arbeitswelt, als in gewissem Sinne Religion. Außenpolitisch reagiert Europa letztendlich imperial und wir sind jetzt konfrontiert mit einer anderen Ideologie, vielleicht die eingewandert wird, die islamisch ist, die ein anderes Angebot an die Welt macht und das wird schon wahrgenommen. Einmal, zum anderen das Defizit an der Beteiligung. Es gab vor vielen Jahrzehnten mal jemanden, der sagte, Bundeskanzler, mehr Demokratie wagen. Wir sind also heute da auch noch nicht sehr viel weiter. Bürgerbeteiligung zwischen von Frau Peter bis Peter Altmaier sind sich alle einig. Limitierte Bürgerbeteiligung, nicht so viel direkte Demokratie. Und die Defizite entstehen doch im Grunde aus der mangelnden Beteiligung, aus der
Okkupation des öffentlichen Raums durch Privatunternehmen, durch und das Primat der Wirtschaft engt im Grunde die Idee von Demokratie, die Praxis von Demokratie ein und ja, es ist und gibt vielfältige, schafft vielfältige Defizite letztendlich und die Konfrontation sehe ich im Grunde schon einen zivilisatorischen Gegensatz oder eine Spiegelung unserer selbst, indem wir eben auf eine traditionellere, islamischere, ein islamisch dominierteres Angebot treffen und jetzt entstehen in einigen Bereichen eben Ideen, was müssen wir, was können wir dem entgegensetzen in einer laizisierten Gesellschaft letztendlich. Vielen Dank. Jetzt würde ich dort die Dame bitten. Ich habe also persönlich gewisse Probleme also mit der Einordnung in den Liberalismus und habe jetzt also einfach nur noch mal eine Anmerkung zu dem Herrn hier vorne. Die wirklich Benachteiligten haben bis heute kein Sprachrohr. Also es sind letztendlich immer nur die Personen, die über einen gewissen Intellekt verfügen, die letztendlich also auch ihre Interessen in der einen oder anderen Weise durchsetzen oder beziehungsweise zur Sprache bringen können. Da war noch jemand. Ja, ich denke, die Rhetorik der Verknappung ist ja eigentlich nur ein strategisches Format, was Trump den Amerikanern anbietet, ist ja Make America Great Again. Und ich glaube, das ist überall die Krise des Liberalismus, dass es darum geht, wieder stärker als die anderen zu sein, den anderen die Bedingungen aufzuoktroyieren. Das scheint mir mehr eine Neonationalismus-Strategie zu sein. Aber ich möchte etwas zu Konkreterem zu sprechen kommen, weil mich natürlich wie alle wahrscheinlich die Welt nervös macht und die Zukunft ebenso. Und dennoch sehe ich Unterschiede. Also es ist, wenn es also zu so einem furchtbaren Sieg wie von Trump in den USA kommt oder in Russland mit Putins oder und Erdogan in der Türkei, so setze ich doch immer noch mehr auf die Amerikaner und auf deren Widerstand und bin irgendwie beruhigt, obwohl es diese Checks and Balances ja nicht nach der richtigen demokratischen Theorie gibt, es ist ja eine Plutokratie und dennoch denke ich, dass ich in den USA doch, ich war gerade jetzt länger da, irgendwas immer wieder vitalisiert, was mir zumindest hier mehr Hoffnung macht, da mich daran zu orientieren, als in anderen Gegenden dieser Welt. Insofern ist dieser Liberalismus der USA für mich vielversprechender. Ich würde mich interessieren, was Sie dazu meinen. Eine Frage an Sie beiden. Es waren noch sehr viele Meldungen. Ich würde jetzt, glaube ich, doch die Debatte auch nach den Leuten, die sich ganz zu Anfang gemeldet haben. Es haben sich jetzt noch viele, ich meinte, die sich direkt auf Herrn Koschorke gemeldet haben, habe ich jetzt vorgezogen, aber jetzt würde ich gerne in die alte Reihenfolge zurückgehen, weil sonst haben hier Leute, müssen ewig warten. da wären Sie mit dem blauen Schal, glaube ich, schon ganz lange dran gewesen. Ja, I take positive note of the fact that you actually have dropped the word liberal, the term liberal, from this particular panel, and I think there's something to it. Maybe what we are striving for is really the open society, because as Professor Goodwin has reminded us, sort of the term liberal is so much associated with property, with privilege, and I would also say with habitus as well, that maybe what we're really striving for is actually the open society, and you would need for building or rebuilding that society again and again, you'd probably also need the environmentalists, the feminists, the socialists, the radicals, so to speak, that are probably not represented in the term liberal so much. So I really think in terms of the new narrative, maybe it's not so much the term liberal that we should get attached to, but maybe liberation instead. Ja, wir haben ihn nicht bewusst herausgenommen. Es gibt ja auch welche, die genau diese Versprechen mit dem Begriff liberal immer noch verbinden, aber es ist natürlich in dieser Konferenz in Frage gestellt worden. Jetzt war, glaube ich, Herr Ebert auch schon ganz lange auf der Liste. Also meine Frage geht jetzt wieder eher ins Praktische. Also vor 4 Jahren hat die Barroso wollte ein EU-Narrativ konstruieren. Also er fühlte sich unwohl mit was da passiert und hat
eine Reihe von intelligenten Leuten zusammengeholt, um ein neues EU-Narrativ zu erfinden. Da entstand ein Papier, das hieß Body and Soul of Europe, und meiner Ansicht nach war das zum Scheitern verurteilt. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier einen Narrativforscher habe, der sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt, und würde mal fragen, was ist da schiefgelaufen? Also, oder vielleicht ist es aus Ihrer Sicht gar nicht schiefgelaufen, aus meiner Sicht hat es sich nicht durchgesetzt, sonst wäre die Politik anders verlaufen. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Was ist schiefgelaufen? Was muss ein Narrativ erfüllen, dass es im Labor geboren werden kann? Geht es überhaupt? Also so eine sehr praktische Frage würde mich noch mal interessieren. Eine wunderbare Frage, die habe ich mir gewünscht, Alistair. Do you want me to ask directly? Okay. Right. So Barroso's attempt to write a new narrative for Europe, I think maybe he... I mean, there's just a massive increase in the fixation on narrative and policy circles. And I think he took it so literally that he thought he could, in one text, revitalize Europe. And it was, as you say, it was an intensive process. It got the usual people in the room, largely grey-haired men sitting in dark offices in Brussels or other parts of the world. They had a conference a few hundred metres away and even got Angela Merkel to speak at it, who refused to use the word narrative. So she was much more confident with leitmotif than narrative. Maybe that's a cultural thing, I don't know, but... It dropped like a stone. Now, as you say, it got no traction, because a narrative very rarely sort of lives and breathes in one statement. I think it's a sort of it's a story that evolves, that I agree with you should be pluralistic and involve different voices. Like our narrative on war and peace has improved greatly with the involvement of women in discussions about post-conflict transformation. Why are we doing this? What do we do with... why are we doing this, effectively? So Barroso, I think, thought in his great legacy-building activities that he could fundamentally change things. Occasionally, you will get a moment where a critical juncture changes and somebody can encapsulate a moment. The other thing, I mean, we could be critical of Barroso. I think it was, you know, a laudable attempt to get some discussion about what actually we mean by the European integration project at a time of great stress. And that's exactly why I thought it was never going to work. Because going back to this idea of narrative having force and effect, we were trying to construct a narrative that... was being projected into European Union, which was designating EU citizens and member states as sinners and others as angels. I mean that within the Eurozone crisis and the really quite significant changes that demanded of certain countries. And within that, then, I mean, the ability of the European Union to square the circle, to have something that covers a multitude of tensions, I don't think was possible. And I think it was counterproductive. And the ensuing document or documents were frankly ridiculous. They did what I think this conference organizing team have... They didn't do what this conference organizing team has done, which is to bring interesting people together from different perspectives with something really credible to say. They tried to be very eclectic, but what we ended up was a lack of clarity. So I could go on and on about it. Essentially, fundamentally, I thought it's
a narrative that wasn't credible at the time because it was a disciplining narrative, not a developmental, inclusive narrative. I also think that we have to be careful where we look for where the narrative of Europe is. And we can find it in the treaties, in the everyday aspects of narrative storytelling within the parliament, within meetings. And it's the complexity, the great polyphony of Europe is not summed up by a bureaucrat and a process trying to achieve that. I also do not think that any coherent narrative of Europe is going to come from Brussels. Not because I have a major problem with Brussels, but again, this seems to be a theme. It has to be a sort of a bottom-up inclusive process which strains and struggles with the different agendas of each member state and the complexity of views of the EU within each member state, which trying to gloss over will only lead to frustration. So the sort of the greater the input. But that is a terribly complex process, which is why I think that institutions do matter. And final thing I'll say, and then I'll shut up. Most people forget is that narratives are on the basis of the individual reception. We receive narratives and we do with them as we ourselves as individuals meet them. And to say that we can project a narrative, a document, a speech that will have the effect that is desired, first off, that everyone will interpret it the way the messenger thought it would mean, and it would actually cause a sort of behavioural change or normative change or ideational change that we expect of it, is very naive. We have to be aware of that, and we have to be more sophisticated in how we build. George Shultz talked about, you know, diplomacy as being like gardening. And I think that idea still is really important. It's about gardening. It's not about a quick fix. It's about reaping your harvest in the future. Ja, vielen Dank, Alistair. Ich denke, das war jetzt wirklich auch nochmal sehr hilfreich, dass wir den Begriff des Narrativs dadurch auch nochmal ein bisschen oder die Funktion des Narrativs klären konnten. Wir haben, glauben ja alle, so ein intuitives Verständnis von Narrativen zu haben, weil wir alle wissen, was Geschichten sind, aber es ist eben doch dann etwas sehr Spezifisches und nichts Beliebiges. Wenn ich es jetzt richtig im Blick habe, war als nächster Herr Meyer dran, dann eine Stipendiatin, Frau Fall, und dann Sie. Ich hoffe, ich habe die richtige Reihenfolge, aber das war wirklich schon lange, bevor Sie sich gemeldet haben. Da bin ich sicher. Es gibt sicher mal welche, die ich übersehe, aber das war hier zunächst. Ja, danke. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich offene Gesellschaften von einem liberalen Narrativ trennen lassen oder nicht wirklich miteinander essentiell verbunden sind. Ich glaube, die Stärke des liberalen Narrativs liegt darin, dass sie unterschiedliche Erzählstränge zulässt und viele Erzähler hat. Die Stärke bedeutet aber auch, dass liberale Narrative und dem großen Gefahr stehen, beliebig zu werden. Wenn ich sehr viel Unterschiedliches zulasse und sehr anpassungsfähig bin, bin ich auch sehr schnell beliebig. Aber dennoch, glaube ich, sind wir weit davon entfernt, dass das liberale Narrativ als solches am Ende ist, sondern wir werden wahrscheinlich andere dominante Erzählstränge haben, als wir sie gegenwärtig kennen. My question is approaches the topic from a different perspective and is quite general. I wonder whether we can say that this whole conflict between illiberal and liberal narratives is actually due to a global crisis of media. The reason I am asking this is since we've been talking about Donald Trump, somehow he is a persona that has been created by media, but since he's someone he has no qualifications or quite obviously nothing he can do, and he's been creating through illiberal narratives from the media, so without media he wouldn't be who he is, he probably wouldn't be even existing. And on the other hand, now media is fighting against their own product, since they created Donald Trump, now they're fighting against him, trying to act liberal and being like, we're trying to fight whatever he thinks, since he's fighting us media too. So
somehow we have this paradox between among the media trying to fight, they're making liberal narratives, creating personas, and then fighting what they actually created on their own. So my general question would be, this whole topic, is it possible to say that this conflict between liberal and illiberal narratives is actually due to a global crisis of media, a long and long-lasting and ongoing global crisis of media? Blame the media, I'd be careful. It's the question is not the media in itself, but how you use it. And Obama won his election through a very astute use of new media like Facebook. And then, you know, Trump reappropriated it with a whole, you know, movement of dissolving truth claims, dissolving the meaning of words, of certain, you know, also of certain things you must not say, you cannot say. He went way beyond all the taboos we mainly agree on. And Albrecht Koschorke analyzed this mechanism, but I would never just blame the media. And this is my what I learn here is that the question is, why do we just let them use the media in this and that way? We have to reappropriate these very media that are out there and use them to our own ends, you see? And so the media is not totally, you know. It's yeah, I just add to that. I think, again, we attribute a lot of efficacy to certain types of behaviors within the media ecology, whether it's you know, the influence of Breitbart, or whether it's Putin shaping the elections. I mean, we're creating a sort of a straw man there. I think there are some things that are really trying to upset political discussions, but it's to really take to a micro perspective what is a broader discussion, and it doesn't always explain the individual and where they get their opinions and forge their opinions. So the other thing is that media, as the, you know, the fourth estate, is absolutely fundamental to having that sort of open discussion that is separate to formal political organization. The danger of the discussion at the moment is if we paint the media blank, in a blanket term, as a problematic space for reason, rational discussion, we lose the efficacy and the contribution it makes. And that, I think, is the balance. I mean, I think the New York Times has like rocketed up in subscribers as a sort of a sign to try to support that. And other newspapers, I'm not just singling out that. But I think we have to be careful because the media is new, because it's, I mean, Eva said there's no filter function. That's really important. It's direct communication, but it's also a massive resource. The fact that, you know, we can tweak directly as a politician to any group, society in the world, to try to get a discussion going, whether that's in an autocratic state, where there is no free press, but this technology allows us to discuss things, or whether it's creating platforms for counter-narratives to emerge. These things can be both good and bad, but there's a lot of good there. Ja, ich würde da vielleicht kurz als Kommunikationswissenschaftlerin mir erlauben, auch Stellung zu nehmen. Es ist schon richtig, die Medien sind unsere Öffentlichkeit, insofern unserer aller Verantwortung. Es stimmt aber auch, dass die Medien ein äußerst kommerzialisiertes System sind und dass das eine große Gefahr für unsere Öffentlichkeit ist. Also da würde ich auch nicht in allererster Linie jetzt gerade in Bezug auf Trump die sozialen Medien nennen, sondern ich würde erstmal die ganz klassischen Medien nennen, die anspringen auf einen, der Blödsinn verzapft, weil der lässt sich gut verkaufen. Und wenn ich sehe, wie gegenwärtig Trump hier ist und wie wir alle doch auf diese Nachrichten reagieren, wie ich von Leuten gehört habe, die sagen, ach, ich muss heute Abend wieder Nachrichten gucken, mal gucken, was Trump wieder angestellt hat. Ich kann das nachvollziehen. Das hat Unterhaltungswert, auch wenn es schrecklich ist. Dann ist da, und da denke ich, würde ich Ihnen recht geben, Frau Fall, da ist ein Mechanismus angesprochen, der tatsächlich
etwas verstärkt, einfach aus kommerziellen Interessen, was schon gefährlich ist und wo man die Verantwortung der Medien, die doch ansprechen muss und ihnen auch mal sagen muss, ob sie nicht bestimmte und gerade diese populistischen Bewegungen groß schreiben, weil Medien müssen immer ein Stück populistisch sein. Das geht gar nicht anders. Sie müssen die Allgemeinheit ansprechen und darin liegt auch eine Gefahr. Gut, zu viel will ich nicht sagen. Ich bin hier Moderatorin und wollte jetzt da weiß ich jetzt nicht, da haben sich drei Leute in dieser Ecke gemeldet. Ich weiß leider nicht, wer der Erste war. Wollen wir hinten anfangen? Oder? Meine Frage richtet sich darauf, dass ich denke, das Konzept zwar der offenen Gesellschaft ist interessant und von der Gruppierung auch, die das hier vertritt, spannend, aber ich denke, offen alleine reicht ja nicht. Also ich würde schon gerecht oder friedlich oder was noch dazugehört, das hinzufügen und auch, dass man Formen schafft und Orte schafft, an denen die verschiedenen Interessen miteinander ausdiskutiert werden müssen. Das stört mich auch an manchen Fragen der Bürgerbeteiligung. Ich finde, das reicht nicht, dass jeder einfach seine privaten und individuellen Interessen artikuliert und wer das eben am besten kann, setzt sich durch und wer noch für seine Meinung die meisten organisieren kann. Dieses, mit dem doch Demokratie auch mal angetreten ist, dass wir Interessen ausgleichen und auch kollektiv diskutieren, dafür wünsche ich mir noch viel mehr Formen und das würde eben auch die Welt, also das, was wir heute hier praktiziert haben, dass wir auch diese unterschiedlichen Weltperspektiven hören und zwar in einer differenzierten Form und nicht einfach nur, wer da gerade am lautesten schreit. Dafür, finde ich, brauchen wir noch ganz neue Formen. Also hier vorne, der Herr und die Dame in dem roten Pullover. Oh, danke. Ja. Wollte noch mal was reingeben und zwar vielleicht ein bisschen so einen Erklärungsansatz auf die Frage von Ihnen, Herr Koschorke, auch das Thema Medien. Also die Frage war eine Rhetorik der Verknappung. Wir sind zu kurz gekommen und was ist der Common Ground? Und dieser Common Ground, der ist wahrscheinlich auch das, was viele hier bewegt. Also was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Erdogan, Kaczynski, den Brexit-Befürwortern, den Trumpisten, der AfD, dem Front National und so weiter. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Und ein Erklärungsangebot, das ich gerne machen würde, ist, dass die ökonomische Globalisierung die nationale Politik entmächtigt hat, auf eine Art und Weise, die wir noch nicht voll verstehen. Und ich möchte nochmal das Zauberwort Technologie nennen und das heute sehr zu kurz gekommen ist und die Leute darauf reagieren. Also viele der Probleme, die entstehen, sind durch globale Proteste zu erklären. Wachsende Ungleichheit zum Beispiel, dass der größte Profit diesen großen amerikanischen Firmen zum Beispiel zukommt, ne? Google, Facebook und so weiter. Dass also im Grunde, was wir schon sehen, Roboter und Algorithmen den Mehrwert auf sich vereinen und dass das globale Firmen sind. Und die nationalen Politiken können nicht mehr ihre Bürger schützen und die Ansprüche befriedigen. Und Leute haben das Gefühl, glaube ich, dass sie nicht weiterkommen mit diesem Versprechen, das ja oft genannt wurde, dass der Liberalen haben wir das genannt, also es gibt ökonomische Globalisierung, ökonomischen Aufstieg und politische Demokratisierung. Und die Leute haben den Glauben an dieses Narrativ verloren. Und die Antwort, die diese von mir genannten Personen, die Autokraten, die neuen Nationalisten geben, ist, lass uns zurückgehen in die Vergangenheit, wo wir uns noch auskannten. Also eine Idealisierung der Vergangenheit als Zukunftsmotiv. Und das eint sie, glaube ich, alle. Also sozusagen, das ist die neue Unterscheidungslinie. Wir hatten, von ihm wurde gesagt, ja, links, rechts, davon haben wir gar nicht geredet. Autoren wie Yuval Noah Harari würden sagen, die Unterscheidungslinie wurde ersetzt durch offen gegen geschlossen. Die Globalisten, Kosmopoliten und wahrscheinlich wären hier die Anhänger der offenen Gesellschaft mit drin und die Liberalen gegen die, die sagen, schließen, Zugbrücke hoch, zurück zu altem Bekannten. Und ich glaube, hier ist das Einfallstor für einen neuen Narrativ. Weil was sich herausstellen wird, ist, dass
die neuen Nationalisten, Trump und so weiter, keine Antwort haben auf die Probleme. Die globalen Probleme, Klimawandel, lassen sich nicht in nationalen Grenzen lösen. Klimawandel, aber technologische Disruption, also Künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Roboter, Nanotechnologie, alles, was uns erwarten wird und wovon wir die ersten Anzeichen spüren, so wie Frösche, die langsam aufgewärmt werden im Topf sozusagen, auf diese Probleme hat sozusagen haben die Nationalisten keine Antwort. Die sagen, wir versprechen euch ein zurück zur heilen Welt, aber es wird nicht funktionieren. So. Und da wäre es also ein Tor, wo man sagt, okay, wir versprechen neue ökonomische soziale Teilhabe an den Robotern und Algorithmen zum Beispiel und die produktive Nutzung der neuen Technologien. Und das ist meine Frage, gibt es noch weitere oder konkretere Formen dieses neuen zukunftsorientierten Narrativs, das auch Technologie und dessen Möglichkeiten mit einbezieht? Ist das eine Frage für Sie, Frau Horn, oder nicht? Sie haben auch keine. Ja, also ein Leitmotiv, ich bin nicht mit allem einverstanden, was Sie sagen, aber ein Leitmotiv dieser Tagung ist, glaube ich, die Spannung zwischen globalen und lokalen Interessen. Und was ich sehe ist, also ich bin jetzt so hier irgendwie, ich bin ja die Frau fürs Desaster, aber ich versuche jetzt hier immer, was müssen wir machen, so einen Uplift abzugeben. Und ich glaube, eine Neuformulierung des Liberalen wäre einerseits Lokalität neu zu formulieren und andere Formen von lokaler Kooperation über bestimmte soziale Grenzen, kulturelle Grenzen hinweg stark zu machen und auf der anderen Seite das Gleiche auf einer globalen Ebene zu machen. Also nicht national organisierte oder irgendwie kooperativ organisierte Formen der Kooperation. NGOs machen das, aber ich meine noch mehr. Ich meine, dafür sind auch die neuen Medien ganz gut, dass man anfängt, einfach global vernetzt zu sein, auch ganz individuell. Und die Frage wäre, wie können wir also sozusagen Interessennetzwerke jenseits von großen Weltregionen, jenseits von Nationalitäten, also unterschiedlichen Teilnehmern und Teilhabern an Interessen aufbauen. Und das heißt, das Problem zwischen Lokalität und Globalität als eines zu fassen, ist sich eben völlig jenseits der etablierten politischen Institutionen bewegt. So, wir nähern uns dem Ende. Ich will noch mal sagen, wer nach meiner Rechnung dran ist. Der Herr mit dem schwarzen Pulli, der sich gerade meldet. Die Dame mit dem roten Pulli hier vorne. Dann Sie und dann hatten wir dort noch eine Meldung. Und ich glaube, damit müssen wir dann die Liste schließen, damit wir heute Abend, eine Meldung immer noch, aber dann, damit wir heute Abend auch noch in den Genuss aller Köstlichkeiten kommen, die uns auch hier mal bereitgestellt werden. Alle, die einen Pulli haben, dürfen reden. Ich muss sagen, ich bin heute produktiv verwirrt und diese Verwirrung, die Sie ansprachen, die habe ich also absolut heute auch gespürt und mit dem Effekt, dass ich zwei ganz konkrete Ideen haben für mich als Bürger, als Dokumentarfilmer, wie ich agieren kann. Ich höre ganz viele Stimmen, was können wir tun, um in Zukunft, ich habe das Gefühl, ich habe zwei ganz wunderbare konkrete Takeaways, für die ich sozusagen dieser ganzen Veranstaltung sehr dankbar bin und würde vielleicht in aller Kürze versuchen, die auf den Punkt zu bringen und jeder kann sagen, finde ich gut oder finde ich nicht, aber ich bin also richtig froh darüber. Als nämlich Herr Kokoschka und Herr Kolonomos irgendwie der eine sagte, ja, die Populisten müssen rein, der andere sagt, nein, die dürfen auf gar keinen Fall in die Diskussion rein. Da dachte ich, ja, wer hat denn jetzt recht? Und ganz interessanterweise dachte ich mir, die Konfliktlinie ist ja nicht zwischen liberal und populistisch, weil ich denke, liberal ist eine Ideologie, liberal oder nicht, und populistisch ist eine Methode, die Art, wie ich es erzähle. Es gibt ja auch illiberale Nicht-Populisten, also Philosophen wie Dugin, die einflüstern und liberale Populisten wie Martin Schulz, die sozusagen in Anführungsstrichen auf der richtigen Seite stehen, aber es vermögen, auf eine Art und Weise zu sprechen, die mit der sehr viele Leute was anfangen können. Und mein Takeaway Nummer eins ist, das sind unterschiedliche Bühnen. Die eine Bühne, das ist diese hier, wo wir akademisch diskutieren, wovon reden wir? Da haben die Populisten keinen Platz, weil in dem Moment der Populist hat keine Lust zu diskutieren, er möchte die Diskussion gewinnen. Trump wollte nicht
die Diskussion nicht schlauer sein als Hillary. Er wollte gewinnen. Er hat nie versucht, nie vorgegeben, dass er schlauer ist als Hillary. Fand ich sehr interessant. Und die andere Bühne ist die Bühne des Wahlkampfs, nicht nur parteipolitisch, sondern für unsere Interessen. Ich denke, wenn wir es schaffen, uns in Foren wie diesen mental zu equippen, wir wollen, sagen wir mal, für eine liberale Gesellschaft einstehen, dann können wir die Argumente schmieden, mit denen wir im Wahlkampf den Populisten auch entgegnen können. Und zwar auf faire Weise. Wenn er schimpft, kann er machen. Wir können trotzdem überhalb der Gürtellinie, aber mit scharfen Argumenten dagegen anstehen. Und zwar im Sinne von Helmut Schmidt mit einer wehrhaften Demokratie. Das ist für mich das eine. Also ich habe das Gefühl, ich kann sehr viel sortierter, sehr viel klarer den Populisten da angreifen, wo es ihnen am meisten wehtut. Und zwar, das habe ich auch gelernt von meinen Feinden, Dick Cheney, nicht ihn da angreifen an seinen Schwächen, sondern an seinen Stärken. Da, wo er es schafft, Volkes Stimme sozusagen aufzugreifen, sage ich, das nehme ich dir jetzt weg. Ich spreche mit sozusagen direkt mit, bei den Interessen der Leute, und zwar im Sinne von Inklusion und gesellschaftlicher Teilhabe. Also das ist so der Beitrag, den ich als Medienmensch sage, ich benenne und greife klar an die Position meines Populisten gegenübers, damit er nicht mit meiner Hilfe eine Stimme bekommt, mit der er mir später meine eigenen Rechte wegnimmt. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich. Punkt Nummer zwei, extrem konkret, Vorschlag an Herrn Krupa oder ans Goethe-Institut. Wo wir früher Journalismus hatten als Trickle-Down, also eine Message wird sozusagen auf die Leserschaft runtergebrochen und verteilt, haben wir heute sehr viele Leute, die auf diesen Kommentaren und Foren Nachrichten wieder kommentieren. Und da dachte ich, wie interessant ist es eigentlich, wäre es auch eigentlich auch für diese Moderatoren in den Zeitungen, immer wieder diese Stimmen zu bündeln, die sozusagen in Anführungsstrichen von unten kommen, und zu sagen, was war in dieser Woche das Best-of von den Kommentaren? Wie viel kam davon von Robotern? Und was sind eigentlich interessante, valide Beiträge von Bevölkerungen, die wieder in die Medien zurückgespiegelt werden und die das ja wiederum dann auch verteilen können in ihren Medien und sagen, das waren besonders interessante Stimmen aus unseren Foren in dieser Woche. Vielen Dank, das ist schon mal sehr ermutigend. Jetzt war diese Dame hier vorne. Längst schon dran. Yeah, as I'm speaking now so late, and my first three questions were relating to Professor Horn, it might be an hour ago, I have to try to relate now to what was talking in between, and I must say, as I'm here, one of the elder generation, I was very happy with the last three remarks from you and you too, though I think, but you have your right to do it like you did it. But I'm from the 68 generation, Martin Luther King and all the 68 struggles which were relating to the term liberation. And I must say, and I'm a founder of the Greens did not have the term liberal society or never liberal economy. Or liberal social system in their founding programs. I think they even don't have the term liberal society in their current party program. So I think it seems as a sort of reaction to the right populists. I don't know when it started, if it started, you are not all European, if it started with Orban in Hungary, who was closing down the, not liberal, but I would say the democratic, the European democratic media system related to his own country, and Miss Merkel and her party didn't react to it. And now then it was happening in Poland, and we see the rise of the party of Le Pen, really right populist in Europe since 1989, but it was not debated in the German media as far as I can remember. I entered the European Parliament at the same time as the father of Marine Le Pen, so my name starts with Q. Mr. Le Pen always was voting before or behind me, so I had to tackle right-wing populism in Europe with such a practical question. Do I look at him? Do I look at the journalists who are running after him? That was a very good remark from Professor Herrmann. I saw this problem that big part of the media, not all, not the media, but a big part of the media, you are right, are relating to right-wing populism and sometimes to left sectarian populism or violence. Two, as if that would be only a thing of entertainment and not just news. I think they did not take enough, part of the media did not take enough responsibility that it is not just news and not just entertainment, what Mr. Le Pen has been saying in the European Parliament and in France since 1989.
And we are missing a real European public and a real European democratic public since the founding of the European Union and the 60 years of treaty we are celebrating today. So to build up democratic media is, and what we maybe have not done in that field, on local, medium, national, international level, has been a problem for the last years. And I'm on the side of the young lady who is seeing the global and the modern IT technology media more critical than you, Honorable Ms. Hearn. But I'm an old lady and an old activist. I was trained by the theory of Mr. Habermas and others, and I was trained by fantastic alternative media people in the United States, and you have some similar people in China and in Russia now. They are not at all saying that the internet is their help, no. The internet has been bringing into prison the Arab Spring and the Iranian Spring from 2009 because they believed in their cellular phones for a week or for 2 weeks, and then the spies of the Secret Service in Egypt and in Iran got them and brought them into prison. So I think we have to rethink how we build and keep a democratic public. The media from the beginning have been the source to have democratic rights and to have human rights. You can't have, without good democratic media, you can't have human and democratic rights. So I think that with the term liberal, the role of the internet and the IT technologies have to be rethought and to be rethought much more theoretically and practically. Now we have the debate of hate speech. The debate of hate speech was in the US with my feminist friends within the United Nations. They have it at least since 15 years, if not longer. Now we have the debate in Germany, always 10 years later, the debate about hate speech in Facebook. But so many intellectuals and scientists have been praising globalization and globalization by IT, global village, everybody can talk to one another, we are all wonderful people together. And I think that was an illusion. And I thought that the younger generation who wants a social society, a social economy, an ecological world trade, have been betrayed by that big, what is it, illusion to the internet. And now we have to see what we can do with Dugin, with Trump, with Erdogan, with Orban, with Yaroshelsky, and with Putin, and I do not know the name of the Chinese Communist Leader Central Committee, and in Iran and in other societies. And you have little dictators. We don't have only the big dictators. You have a lot of little autocrats and little dictators either. Yes, I'm going to finish. This is going to become an extra lecture. No, it isn't. Sorry, it isn't. So maybe if you want to stop me now, I tell you my questions to you. You said, I think you shouldn't say that democracy is an egalitarian promise. As far as I know history and debates of political science, democracy is a promise related to institutions. I like that very much, that you relate to institutions. It never has been a promise of egalitarianism. That is one of my scientific questions to you. The other thing you said, core individualism should be rethought. I agree a lot. That is what I said on IT now, because it has the IT technologies have strengthened right-wing groups and at the same time core individualism. And I give my remark, as many gave their remarks here, if you remember. And there is, if you only have the alternative of core individualism or collectivism, as you said, then we are lost. We have the communitarian traditions, which are linked a lot with ecological debates now and with the critics to globalization. Bitte? Ja, dann weiß ich nicht. Also bei der Böll-Stiftung, at the Böll Foundation, you debate communitarism since 20 years and within certain groups of the Global South too, and so in the USA, communitarism. Sorry, I must stop you because of the others. There are some people who also want, and we had to end at 6:30. So late. Seven, please. Darf ich nicht wenigstens den Punkt machen? Was soll das denn jetzt? Zu lang und es sind noch drei Leute dran. Entschuldigen Sie. Sorry. Ich habe alle vorgelassen und nicht gemeckert.
Und ich habe mich gemeldet direkt nach der Rede von Frau Horn wegen der drei theoretischen Punkte. Und ich habe nichts dagegen, dass andere und Jüngere und Koryphäen drangenommen werden. Nur mich jetzt so zu behandeln, wie Sie mich behandeln. Ja? Ich finde, Sie haben viel Zeit gehabt, Ihre interessanten Thesen darzulegen. Ja, sorry. Ich kann mein Wissen gegen Rechtspopulismus und zur europäischen Demokratie gerne für mich behalten. Machen Sie Ihre Diskurse allein. Es war dort noch eine Wortmeldung. Ist verschwunden? Doch, Sie waren das, ja, genau. Hallo, ganz kurz. Vielleicht nochmal, um zur Grundlage von dem zu kommen, wo wir hier sitzen, zu liberalen Narrativen. Und jetzt habe ich am Ende doch die Frage, was ist denn das jetzt nochmal genau? Weil ich bin immer verwirrter. Also für mich war es immer so, okay, die liberalen Demokraten sind die Guten und die autoritären Nichtdemokraten die Bösen. Und jetzt irgendwie, seit ich dann angefangen habe, Wirtschaft zu studieren, kam dann irgendwie immer wieder dieser Begriff des Neoliberalismus auf. Und dann wusste ich plötzlich nicht mehr, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und deshalb wollte ich jetzt nochmal fragen, unterscheidet sich denn das liberale Narrativ vom neoliberalen Narrativ? Und warum spricht hier keiner über Neoliberalismus? Und ist nicht der Neoliberalismus, der uns in diese ganzen Krisen gebracht hat? Und ja. Eine sehr gute Frage, die nochmal das Problem dieser Tagung zusammenfasst. Ich würde vorschlagen, dass darauf gehen Sie in Ihren beiden Schlussplädoyers ein und wir nehmen noch die eine Wortmeldung, die wir zugestanden haben, und dann müssen wir wirklich, es tut mir herzlich leid, das Plenum hier schließen, was niemanden hindern muss. Anschließend, der Abend ist noch lang, weiter zu diskutieren. Ihre Wortmeldung noch. So, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe auch eher so Verwirrungsfragen oder auch so Meta-Fragen. Ich frage mich jetzt am Ende der Veranstaltung, ob Sie oder wie Sie die Frage beantworten würden, ob diese was ja auch ein Narrativ ist, gegensätzliche Vorstellung von liberal, illiberal überhaupt das Narrativ ist, was die aktuelle Situation erklärt. Oder ob wir nicht vielleicht dieses Narrativ wegschieben sollten, weil es dann doch die Selbstwahrnehmung der Rechten ist. Ja, und wir gestehen im Prinzip den Rechten zu, dass sie die Erklärung gefunden haben, und ich würde das schon sehr stark bestreiten. Und das ist eher eine Reflexion. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn wir in der Reaktion auf die Rechten antworten, dass wir uns eben selber in die Situation der oder als die Liberalen positionieren, aber dabei vielleicht manchmal den Blick dafür verlieren, dass wir selber bei manchen Themen illiberale Positionen mitnehmen, ohne das zu bemerken. Migration ist eine davon, da würde ich einfach davor warnen, dass wir uns jetzt als die Liberalen positionieren, nur weil wir kritisch sind, weil wir nehmen unbewusst viele Sachen mit. Und jetzt möchte ich auch noch einen Kommentar abgeben, weil hier oft über Migranten und Migration gesprochen wurde. Bitte gehen Sie nie davon aus, dass es im Raum keine Migranten gibt. Ja, und ich möchte niemals als eine Gefahr beschrieben werden, weil ich bin selber Migrantin und ich finde das eine Frechheit. Vielen Dank. Dankeschön. Das waren jetzt zum Schluss noch mal zwei Statements, die eigentlich die Kernfrage dieser Tagung noch mal auf den Punkt gebracht haben. Das gibt mir eine schöne Überleitung. Frau Horn guckt schon ganz entsetzt. Sie nicht zu einer Antwort zu zwingen, was nun das liberale Narrativ ist. Wir haben gelernt, das ist nicht so einfach. Aber vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, wie hat sich im Lauf dieser Tagung Ihr Denken über Liberalismus, Neoliberalismus, illiberale Narrative verändert? Welche neuen Fragen sind aufgetaucht? Mit welchem Arbeitsauftrag gehen Sie aus dieser Tagung? Ich werde erst Frau Horn und dann... Also mir bricht jetzt der kalte Angstschweiß aus. Das Verhältnis von Liberalität und Neoliberalität zu erklären und so weiter. Nope, das kann ich jetzt nicht machen. Für mich wahnsinnig interessant und inspirierend war die außereuropäische Perspektive. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir weiter arbeiten müssen. Auch, dass bestimmte Werte, auf denen unser sogenanntes liberales Narrativ, auch wenn wir alle nicht mehr wissen, was es ist, ich habe noch immer so eine Kernintuition, aufgebaut sind, dass wir
diese Werte befragen. Und das sind nicht nur politische Orientierungswerte, sondern das sind zum Teil sehr persönliche Werte. Das ist unser Verhältnis zur Religion, das ist unser Verhältnis zu unseren Familien, zu unseren sozialen Nah- und Fernbindungen, zu dem, was wir überhaupt als Autoritäten akzeptieren, etc. Das heißt, wir kommen aus einer politischen Debatte auch in eine ethische Debatte rein, in eine Debatte über Denkgewohnheiten, über ganz persönliche Mentalitäten, aber auch kollektive Mentalitäten. Das habe ich gelernt. Ich bin sehr, sehr dankbar an die Organisatoren, dass sie diese große außereuropäische Perspektive mit hier reingebracht haben. Ich empfinde das so ein bisschen auch als eine Innovation, die sicherlich im Moment im Schwange ist, aber ich glaube, vor 10 oder 20 Jahren hätten wir das hier sehr innereuropäisch diskutiert. Also vielen Dank. I'll finish with just one very short statement. What I take away and what I think is vital if we think narratively about politics is to look for the points of alignment, even in spaces where there is a lot of difference in narrative. There's always ways in which we can forge agreements. And I think if we're looking at global politics, we can't just retreat away from people that don't share our values or interests or perspectives. So it's the skill of us to engage with other ideas, to see where the point of beginning of a discussion or space for discussion may be, and to look at how our narratives, even with people that we disagree with, might find some proximity to one another to have a discussion, because you know that is absolutely fundamental to addressing some of the key issues that the world faces. Ja, ganz herzlichen Dank an Eva Horn, an Alistair Meskimen, an das Publikum, das sich so fleißig beteiligt hat und mit vielen Statements die Diskussion ja bereichert oder geführt hat, kann man sagen. Ich denke, die letzten Statements waren auch nochmal ein Dankeschön an die Organisatoren, die es sehr schön geschafft haben, hier ein sehr, sehr breites Spektrum aufzumachen. Und ich würde darum jetzt auch nochmal einmal Frau Horn, Herr Meskimen, ganz herzlich verabschieden. Nochmal herzlichen Dank.